Wie hat der KSV die Niederlage gegen Kiel verkraftet? Wie geht es dem Trainer und der Mannschaft? Was verändert sich bei den Löwen in Zukunft? Fragen wie diese beantwortete KSV-Vorstandsmitglied Jens Rose bei seinem Besuch der HNA-Sportredaktion und dem Gespräch mit Radio HNA. Ja, dann Jens, meine erste Frage wäre für dich. Wie geht's dir denn heute? Hast du das Scheitern jetzt schon verkraftet oder? Naja, es war am Anfang war es schon extrem schwierig, weil du sagst natürlich so 0-2, das kannst du aufholen und fängst eigentlich auch richtig gut an und arbeitest dir auch die eine oder andere Chance. Du brauchst mal das Quäntchen Glück, dass du einen versenkst, dass die anderen ein bisschen nervös werden und dann schießen die Jungs das erste Mal aufs Tor, die Kieler, und versenken das Ding gleich bei uns. Wie sehr trifft denn jetzt den KSV, der verpasste Aufstieg? Ja gut, wir haben eine Planung für die dritte und für die vierte Liga gemacht. Für die dritte Liga wäre es natürlich genial gewesen durch die höheren Einnahmen. Da hätten wir eigentlich uns auch relativ schnell wirtschaftlich hätten wir da besser dastehen können. Nun planen wir für die vierte Liga. Das wird natürlich aufgrund dessen, was wir uns vorgenommen haben mit dem Aufsichtsrat und dem Vorstand, wird das ein bisschen schwieriger, weil man jeden Cent noch ein paar Mal mehr umdrehen muss. Ja, du hast es ja schon so ein bisschen vorweggenommen. Aber wie geht es jetzt weiter mit dem KSV? Dass ihr sparen müsst, hast du ja gerade schon angedeutet. Wie sieht es mit dem Trainer aus? Wie sieht es mit der Mannschaft aus? Ja gut, der Trainer ist jetzt erstmal in Urlaub gefahren, hat unser Vertragsangebot bekommen. Und wir werden ihm natürlich auch, weil wir auch planen müssen, eine gewisse Frist setzen, wo wir sagen, pass auf, bis dann und dann musst du Bescheid sagen. Wir müssen als Verein wissen, wo wir dran sind. Wir haben hier eine gewisse Verantwortung, auch gegenüber der Mannschaft, die größtenteils so zusammenbleiben soll, wie sie ist. Und sie soll eigentlich, sie hat diese Saison schon gezeigt, dass sie in der Saison gewachsen ist. Und wir möchten ganz gerne einen Großteil dieses Effekts mitnehmen und für die nächste Saison darauf aufbauen und dann vielleicht auch noch ein bisschen, klein bisschen attraktiveren Fußball spielen als diese Saison. Ja, du bist ja Löwe mit ganzem Herzen. Wie wünschst du dir denn, dass es jetzt weitergeht bei euch? Wann ist es denn dann endlich soweit? Und was kann noch passieren mit dem KSV? Ihr habt ein super Stadion, es ist eigentlich alles klasse. Ja, es muss einfach nur sportlich jetzt noch nach oben gehen, oder? Ja klar, wir haben ja in der Infrastruktur noch sehr viel gemacht, indem das alte Vereinsheim umgebaut wird, dass dort ein Sportkindergarten reinkommt, dass dort Lernmöglichkeiten für Schüler kommen, die bei uns trainieren. Wir haben das neue Funktionsgebäude. Das Stadion ist vom Allerfeinsten. Von der Infrastruktur her haben wir alles, aber das ist halt ein Fundament, auf dem ein Haus wachsen kann. Und das muss man haben. Man kann das ganze Geld auch in Beine investieren und dann sind die Beine manchmal schneller weg, als man laufen kann. Und dann bleibt da nichts. Und ich denke, diese Region ist in der Jugend stark genug. Das hat ein Standera gezeigt und das zeigt auch ein Trümmer, dass wir hier gute Fußballer ausbilden können. Und Jens, ich danke dir, Radio HNA. Guckt sich das weiter an, berichtet weiter. Dann viel Erfolg. Danke, danke.